Irgendwie macht es Spaß, das zum See, so, wenn so die Kalben so, so ihren natürlichen Instinkt ausleben können, die Kühe auch. Denk, das lässt dann ja jetzt lässt dann nicht kalt. Bei Franz Berchtold im Allgäu läuft vieles anders als in konventionellen Ställen. Die Kühe haben Hörner. Der Nachwuchs darf am Euter trinken. Ein seltener Anblick. Denn normalerweise werden Kälber kurz nach der Geburt von ihren Müttern getrennt, bekommen Milchaustauscher im Eimer. Die Kuhmilch wird verkauft. Ein Weg, den der Biobauer nicht mitgehen will. Wir als Biobetriebe müssen uns Gedanken machen, was passiert mit unseren Kälbern. Und wir können das etwas irgendwie ausblenden. Wir müssen auch einfach die Verantwortung für die Kälber auch übernehmen und schauen, dass die Kälber einfach vernünftig gehalten werden und die Kälber auch eine Wertschöpfung erfahren. Franz Berchtold wagt ein Experiment. Die Kälber nicht nur selbst aufziehen, sondern auch selbst vermarkten in der Region. Er und drei Kollegen legen los. Mein Name ist Siegel Herrath. Ich bin seit 2016 glücklicher Inhaber von der Genehmigung, dass ich auf der Weide oder am Hof schlachten darf. Das macht Herbert Siegel auf seine Weise. Geschlachtet wird hier im Offenstall. Und statt mit einem Bolzenschussapparat, wie in Schlachthöfen üblich, hat er ein Gewehr. Ja, die wolltet jetzt alle auf einmal, weil sie nicht wissen, dass es da nicht nur Leckerli gibt, sondern dass es auch eine Kugel gibt. Die dürfen zeitweise auf dem Platz, dass sie ihn kennen. Aber einmal ist halt der Zaun zu und kommt die Kugel. Heute fällt hier kein Schuss. Es ist nur eine Demonstration fürs Fernsehen. Mit rund 2 Jahren sind Jungbullen schlachtreif. Demnächst wollen die Landwirte auch Kälber schlachten. Weil alles in der gewohnten Umgebung stattfindet, sind die Tiere völlig entspannt. Sehr aufwendig, aber uns ist der Aufwand wert. Da unsere Tiere werden nicht so todig gestreichelt, aber das ist die schonendste Lösung. All das verspricht Fleisch von bester Qualität. Doch wie vermarkten? Dazu haben sich die Männer vor 3 Jahren etwas Ungewöhnliches einfallen lassen. Dünn geschnittener Schinken, Gewürze, Senf, Zwiebel, Essiggurken. Ein Teil des Rindes wird zur Roulade. Ich bin Alfred Pfarr, Koch, Küchenmeister und verantwortlich für die komplette Produktion, dass das Fleisch zu einem guten Produkt im Glas wird. Damit vollendet der Koch die Idee der vollständigen Wertschöpfungskette. Fertige Gerichte vom Allgäuer Biorind. Der Markenname Weideschuss. Bald sollen die Produkte in Bio-Supermärkten zu kaufen sein. Als Tierwohl im Glas. Also zum einen, ich kenne die Tiere alle persönlich, weil ich auch zu den Bauern rausgehe. Und durch dieses stressfreie Schlachten, das merkt man am Fleisch. Man merkt es am Geruch, man merkt es am Geschmack. Und dann kommt natürlich auch drauf die Reifung, wie wir es machen. Das kann ich alles beeinflussen. Das ist der große Unterschied, als wenn ich anonym Fleisch kaufe. 50.000 Euro hat die Gruppe bereits in das Projekt investiert. Alfred Pfarr steht manchmal 10 Tage am Stück in der Küche. Ihm ist wichtig das Miteinander. Dieses Projekt hätte ich als alleine, also als Koch, hätte ich das machen können. Ich kaufe das Fleisch und mache was draus. Das wäre möglich. Aber dann macht es keinen Sinn mehr. Es ist auch von meinem Verständnis, wenn jeder der Beteiligten dran verdient und davon leben kann, dann ist das in Ordnung. Jährlich kommen in der Region 600 Kälber zusammen. Das Projekt soll groß werden. Aktuell muss aber noch die Küche der Dorfpfarrei herhalten. Die ersten Gläser liefert der Biokoch heute an den örtlichen Bioladen mit Käserei. Miteigentümer ist Franz Berchtold. Gut vernetzt in der Biobranche ist er bereits. Ein Vorteil. Chili, Gulasch, Roulade und 10 weitere Produkte sind fertig abgefüllt. Der Startschuss ist gefallen. Nach 3 Jahren Entwicklungsarbeit. Das zeigt eben auch, wie schwierig es ist, hier für einen einzelnen Landwirt Produkte hier so für den Markt einfach zu präsentieren. Es steht einfach ein deutlich höherer Aufwand dahinter, als wenn ich nur ein Fleischpaket verkaufe. Aber ich kann halt hier auch eine viel, viel größere Masse damit erreichen. Zum Beispiel mit einem Online-Shop. Mit der echten Kraftbrühe. Allerdings, die Produkte sind teuer. Bis zu 12 Euro soll ein Glas kosten. Gutes Fleisch nur für die Reichen? Es ist etwas Besonderes, meint der Landwirt. Aber man muss ja nicht täglich Fleisch essen. Für den Verbraucher, der so eine Art will, dass die Kälber so aufwachsen, der einen Wert drauf legt, dass die Kälber oder die Tiere dann am Schluss über stressfreie Methode geschlachtet werden,
der hat, für den ist das ein Angebot, der kann es nutzen. Und umso mehr das Angebot nutzen, umso mehr werden auch in diese Richtung gehen. Und umso mehr Tierwohl wird es in den Ställen geben. Aber nicht umsonst. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.